Hi zusammen. Heute wollte ich mal ein Thema ansprechen, und zwar mein Gewicht. Ja. Bedingt durch Corona, Lockdown, Homeoffice, weniger Bewegung, Freizeitaktivität eingeschränkt, Vereine, Fitnessstudios, alles zu. Also ich habe mich heute mal auf die Waage gestellt und habe jetzt mal extrem festgestellt, dass ich über 10 Kilo zugenommen habe, ja, in knapp 2,5 Monate. Ja. Klar, es gibt tausende Ausrede, das Wetter ist nicht gut, man kann nicht raus, man kann nichts machen, ja. Aber ich kann mit den 10 Kilo plus auch nicht leben, ja. Erster Schritt, wo ich jetzt mal mit anfangen werde, ich werde mal bewusster jetzt wieder essen, ja. Werde mal wieder versuchen, ganz langsam mal joggen zu gehen, und schau einfach mal, wie man diese Kilo wieder runter bekommt, ja. Das Wetter ist jetzt nicht gerade prädestiniert dafür. Wir haben zurzeit Schneechaos, glatte Straßen, ja. Aber ich versuche jetzt einfach mal die Woche durch bewusste Ernährungsumstellung viel Wasser zu trinken. Habe mir jetzt auch mal ein paar gesündere Produkte mit nach Hause geholt, auch frische Sachen mehr, ja. Weiß nicht, wie euch es geht, ja. Habt ihr Tricks oder so? Oder wie haltet ihr euch zu Hause fit? Macht ihr irgendeinen Workout? Oder habt ihr eine App dafür? Bisher habe ich noch nicht so das Richtige für mich entdeckt, ja. Kann jetzt auch noch wieder darauf hoffen, dass es bald vielleicht auch früher wird, weil ich ein bisschen mehr bewegt, aber es ist auch ganz klar, mir fehlt irgendwo auch der Ansporn, ja. Wenn du den ganzen Tag zu Hause bist, Perspektivlosigkeit im Lockdown, ja, also man wird auch relativ schnell zum Couch-Potato, ja. Und ich habe auch gemerkt, wenn man die ganze Zeit irgendwo eine Jogginghose zu Hause rumrennt, ja, und dann mal wieder in die Jeans vom letzten Jahr reinschlupft, ja, was es dann doch nicht ganz so einfach ist, ja. Aber gut, dann hoffen wir mal, dass der Lockdown irgendwann mal bald vorüber ist. Ziel, vielleicht wieder im Fitnessstudio anmelde. Weiß nicht, wie es euch dabei geht. Am Schluss ist dann wieder ein Lockdown nach dem Lockdown. Dann heißt, die Dinge haben wieder zu. Dann hast du Mitgliedsbeiträge. Hab mir auch verschiedene Heimtrainer mal im Internet angeguckt. Da gibt es was Interessantes, was du immer in der Fernsehwerbung siehst von Peloton, diese Bikes. Das würde mir gefallen. Aber ich sehe es auch nicht ein, da irgendwie 2200, 2300 Euro dafür auszugeben. Dann noch ein kostenpflichtiges Abo abzuschließen. Ja. Also ich versuche jetzt einfach mal mit potenziellen Hausmitteln, also bewusster Essen, mehr Bewegung, mal rauszugehen, spazieren zu gehen, das Laufen wieder anfangen, also das Joggen oder auch mal wieder aufs Rad zu setzen, wenn es mal wärmer wird. Ja. Also wie gesagt, wenn ihr Tipps habt, postet es einfach unten in die Kommentare rein. Bin um alles dankbar. Wenn ihr auch Essenstipps habt oder vielleicht sagt, okay, ich kenne zum Beispiel, ich kenne Ingwer oder das musst du aufkochen, dann nimmst du ab davon oder irgendwas anderes, ja. Lass es mich wissen, ich bin mir alles dankbar. Diese Plauze muss endlich wieder runter, ey. Ich kann mich selbst nicht mehr sehen, ja. Die Haare ewig nicht geschnitten, das sieht aus wie eine Sau, musst du die Kappe aufziehen, ja. Also kommst du irgendwie ein bisschen komisch vor in dem ganzen Lockdown-Gedödels, ja. Also, haltet euch alle fit, bleibt gesund und ich hoffe, ihr könnt mir ein paar Ratschläge geben. Danke, ciao.